Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne, große, weite Welt. Heute ist der 27. Februar, der vorletzte Tag dieses Monats, der uns wirklich nicht eingeheizt, sondern das Gegenteil hat. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Guten Morgen, lieber Andreas. Unser Chefmeteorologe kommt direkt mit einem aktuellen Bericht vor Ort. Ja, und was sehe ich? Einen dunkelblauen, wirklich leuchtenden, stahlblauen See. Also momentan macht er den Namen Silbersee überhaupt keine Ehre, weil er gar nicht silbern schimmert, sondern er schimmert tiefblau. Darüber ein hellblauer Himmel mit Schäfchenwölkchen, ja, eine weiße Schneedecke vor uns und minus ungefähr 10 Grad sind es noch. Vorhin waren es 13 Grad minus. Also das ist unser Winter, eigentlich ein Bilderbuchtag. Bilderbuch-Tag, Bilderbuch-Woche, Bilderbuch-Monat. Also wirklich, ich meine, der Witz ist schon abgenutzt, Andreas, aber von Klimaerwärmung sind wir hier ganz weit entfernt. Ja, genau. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, weil ich habe jetzt mir Gedanken gemacht, weil dieses Thema Klimaerwärmung, dieses ganze Klimanarrativ, die Klimareligion, es gibt so unglaublich viele Unterschiede. Und ich werde da jetzt etwas vorbereiten. Wir werden darüber sprechen jetzt am Mittwoch oder am Freitag in einer, also in dem Podcast, aber etwas länger, wo wir die ganzen Dinge mal beleuchten wollen, um auch ein bisschen Futter für unsere Leute zu liefern, wie man das argumentiert bei den Gläubigen. Genau, prima, prima, es geht immer wieder ums Klima. Findest du, dass ich heute sehr geistesgegenwärtig und kognitiv bin? Ja, ich frage mich, wo du es immer hernimmst. Ja, ihr seht, bei all dem Wahnsinn ist es am besten, in einer fröhlichen inneren Haltung zu bleiben. Dann prallt und perlt vieles ab und das ist auch das, was wir brauchen. Am Wochenende gab es eine riesengroße Friedensdemonstration in Berlin. Initiatoren waren unter anderem Alice Schwarzer, Sarah Wagenknecht. Ja, Andreas, wir waren unterwegs, wir haben gar nicht viel davon mitbekommen, aber wir haben ja auch vorher oft darüber gesprochen und auch im Kanal viele Informationen abgebildet dazu. Ich meine, das sind zwei Protagonistinnen, die in ihren Gegensätzen nicht stärker sein können, aber wie auf die eingeschlagen wurde von den Hofberichterstattern, das tut schon weh. Das kann man wirklich so sagen. Also ich habe mir ja diese Veranstaltung angesehen und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Diskussion um diese beiden Damen, Wagenknecht und Frau Schwarzer, ist für mich ziemlich absurd. Ehrlich gesagt interessieren mich die beiden Damen auch überhaupt nicht als Personen. Was sie machen, ist entscheidend. Es geht um eine Friedensdemonstration und man sollte sich auf gar keinen Fall gemein machen dabei, gleichzeitig mit den Initiatoren, genauso wenig, wie man sich gemein machen muss mit irgendwelchen extremistischen Gedankengut, welches da irgendwo in irgendwelchen Gruppen der Demonstrierenden auftritt. Also das ist ja wohl die Situation. Ich persönlich habe mir das angesehen. Frau Wagenknecht hat das ordentlich moderiert. Ja, Frau Schwarzer, muss ich ehrlich sagen, ja, war okay. Wie gesagt, war überhaupt nicht wichtig. Es waren gute Redner da. Herr Fahrt, der General, ehemals AD, glaube ich, war ja, der hat eine wunderbare Rede abgehalten. Was ich sehr spannend fand, war, dass ein Mann, der Mr. Sachs, dort war, der dort wirklich ziemlich Klartext gesprochen hat, was die, ich sag mal, die historische Abfolge des Ukraine-Krieges, der ja bereits seit 2014 läuft, der die sauber abgearbeitet hat. Das fand ich schon beeindruckend und auch mutig. Ja, du sprichst von Jeffrey Sachs. Der ist Professor der Columbia University. Der war Berater des IWF, der Weltbank, der OECD und der Welthandelsorganisation. Und was blöd war, war, dass die Organisationen bei dieser Friedensdemonstration eine einzige Videoleinwand installiert hatten. Das moniert Alexander Wallasch in einem Artikel. Und dass die deutschen Untertitel für die Äußerungen dieses hochkarätigen Wissenschaftlers eigentlich nicht sichtbar, eher verborgen geblieben sind. Und wer nun kein Englisch kann, der hat Pech gehabt. Und ich will mal kurz in die Rede von Herrn Professor Sachs reinlesen. Er hat sich also auch als Professor von der Columbia University vorgestellt, hat für den Friedenseinsatz gedankt und er
sagte dann Folgendes: Ich war als Berater für die Regierung von Russland tätig, für die Regierung der Ukraine und als Berater für die Vereinten Nationen. Und ich möchte mit Ihnen über die Wahrheit bezüglich dieses Kriegs sprechen. Andreas, hier stoppe ich mal kurz. Also ich meine, das ist ja ein Insider. Ein absoluter Insider. Und wenn er beim WEF sogar beratend tätig war, dann bedeutet das, dass er natürlich auch, vermutlich ist er so intelligent, die gesamten Zusammenhänge auch erkennt, wie die Agenda ausgerichtet ist. Und wenn dann steht ehemalig und ehemalig auch überall als Berater gewesen, dann bedeutet das eventuell, dass er sich da auch distanziert in einer gewissen Form. Er war nicht für das WEF, sondern für den IWF tätig. Ich habe gelesen, auch irgendwas mit WEF, war das da nicht mit drin? Habe ich hier nicht, nee. Nee? Okay, alles klar. Dann ist es eben halt so, dass es, wobei das spielt ja auch keine Rolle jetzt in dem Moment. In dem Moment spielt es keine Rolle. Ich wollte es nur gerade stellen. Vielleicht war er auch für das WEF tätig und wir wissen es nicht. Aber also ich meine, diese Institutionen hier, IWF, Weltbank, OECD, Welthandelsorganisation, okay. Ich meine, das sind schon, das reicht schon, um ein Insider zu sein. Also, und Herr Sachs behauptet wörtlich, dies ist nicht der erste, sondern der 9. Jahrestag des Krieges. Der Krieg begann mit dem gewaltsamen Sturz des ukrainischen Präsidenten Janukowitsch, einem Staatsstreich, der von der Regierung der Vereinigten Staaten unterstützt wurde. Vom Jahr 2008 an trieben die USA die NATO-Erweiterung bezüglich der Ukraine und Georgiens voran. Janukowitsch wollte die Neutralität. Er stand zwischen den USA und ihrem Ziel der NATO-Erweiterung. Als Ende 2013 die Proteste gegen Janukowitsch ausbrachen, ergriffen die USA die Gelegenheit, die Proteste ausufern zu lassen und zu dem Coup beizutragen, der sich im Februar 2014 gegen Janukowitsch ereignete. Dies war der Beginn des Krieges vor 9 Jahren. Ich sehe das übrigens genauso. Janukowitsch ist ja nun auch bekannt dafür, dass er mit Putin gut konnte. Er lebt ja offenbar auch in Russland mittlerweile, denn er ist ja mehr oder weniger rausgejagt worden, wieder rechtlich aus dem Land. Und er war aus meiner Sicht ein Garant des Friedens, weil er nämlich sowohl gute Kontakte zu USA als auch eben zum Kreml hielt. Und das ist eigentlich die Grundvoraussetzung für Frieden. Wenn allerdings einer dieser Großmächte dahinter, und in diesem Fall USA, und das wird hier sehr deutlich, nicht an Frieden interessiert ist, sondern an Rüstungsaufträge und eben halt daran interessiert ist, möglich auch diese sogenannten Abnutzungskriege zu führen. Das ist ja so ein perfider Begriff, der momentan überall durchläuft. Und das erinnert natürlich ganz klar an Verdun. Verdun war 1916. Dort wurde ein Abnutzungskrieg in Frankreich, in Verdun, quasi gehalten gewissermaßen mit Millionen Toten, ohne jeden Erfolg. Und genau das ist der Punkt, den man mit Abnutzungskrieg damit in Verbindung bringt. Und jetzt wird dieser Begriff für die Ukraine angewandt. Das sind ja die entscheidenden Faktoren. Das bringt er hier deutlich auf den Punkt. Ja, Jeffrey Sachs sagt weiter: Seitdem hat Russland die Krim übernommen, der Krieg im Donbass brach aus, die NATO spülte Milliarden von Dollar für Waffen in die Ukraine, der Krieg eskalierte zunehmend, die sogenannten Friedensabkommen Minsk I und II, bei denen Deutschland Co-Verhandlungspartner gewesen ist, funktionierten nicht, da die Ukraine die Umsetzung verweigerte und Deutschland und Frankreich nicht auf dieser bestanden. Und Sachs berichtet weiter, also er macht das chronologisch. Bei dieser Friedensdemo in Berlin sind das seine wörtlichen Reden gewesen. Ende 2021 machte Präsident Putin deutlich, dass die Überschreitung der roten Linien hinsichtlich der NATO-Erweiterung in der Ukraine für Russland inakzeptabel ist. Und dass Russland die Kontrolle über die Krim aufrechterhalten würde und dass die Donbass-Angelegenheit auf der Grundlage der Umsetzung der beiden Minsker Abkommen geklärt werden müsse. Ich mache mal einen kurzen Break. Also auch
Jeffrey Sachs, Andreas, nimmt Bezug auf diese gebrochenen Minsk-Versprechen. Ja, natürlich. Und auch das ist völlig richtig, denn wir dürfen hier Ursache und Wirkung nicht ins Gegenteil verkehren. Die rote Linie war klar artikuliert vom Kreml. Und wie gesagt, auch wenn das sich mittlerweile abnutzt als Beispiel, hätte Russland in Mexiko oder in Kanada beispielsweise entsprechende Waffensysteme aufgebaut und dort sich entsprechend militärisch positioniert, dann hätte ich mal sehen wollen, wie USA darauf reagiert hätte. Das ist ja die Situation. Also wenn wir uns angucken beispielsweise, wie heißt es nochmal in, nicht Odessa, wie heißt es nochmal, diese kleine Stadt Donbass, der Donbass, der ist glaube ich nur 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt, aber nicht Donbass war, sondern die Stadt, die drin ist. Ich komme nicht drauf, egal. Auf jeden Fall ist das natürlich direkt vor der Tür, vor der russischen Tür, und dass die natürlich dagegen dann angehen, das liegt logischerweise auf der Hand. Man hätte den Krieg verhindern können, aber man erkennt sehr deutlich, und das muss immer deutlicher gesagt werden, es ist kein Interesse gewesen von der westlichen Welt, diesen Krieg zu verhindern. Das Problem ist dadurch, dass man das nie so aussprechen darf, weil man, da muss man immer Beweise liefern, während die westliche Welt permanent irgendwelche Dinge rausposaunt und keine Beweise liefern müssen. Dasselbe gilt übrigens auch für Russland mit ihren beispielsweise Nazi-Unterstellungen, die dort überall sind. Auch da müssten sie Beweise liefern und können das nicht einfach rausposaunen. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir versuchen, anhand der faktischen Daten dieser historischen Begebenheiten, dass wir die Situation analysieren. Und das hat dieser Herr Sachs hervorragend gemacht aus meiner Sicht. Ja, er ist natürlich da auch immer wieder, du meintest Donetsk, ja, ne? Ja, ja, na klar. Macht ja nichts. Es ist einfach zu viel, und das sind die kognitiven Fähigkeiten, die manchmal fehlen. Die habe ich einfach nicht, das ist so. Ich bin da einfach strukturiert, aber ich habe ja auch meine Chance für meinen kleinen Job als Hilfsjournalist. Ach, Andreas, auf jeden Fall, lass uns hier mal weiter schauen, was der Jeffrey Sachs gesagt hat. Das Weiße Haus unter Joe Biden hatte es dann abgelehnt, über die NATO-Erweiterung zu verhandeln. Und so kam es, 8 Jahre nach dem Coup gegen Janukowitsch im Februar 2022, tragischer und fälschlicherweise zur russischen Invasion. Also er verurteilt natürlich auch den Einmarsch Russlands dort. Und jetzt kommt er in diese Auseinandersetzungen. Jeffrey Sachs spricht weiter, die USA haben seitdem massiv aufgerüstet und das Ausmaß an Tod und Zerstörung ist schrecklich. Und er sagt dann, im März 2022 erklärte die Ukraine, dass sie auf der Basis der Neutralität in Verhandlungen eintreten würde. Wir wissen jetzt, dass die Vereinigten Staaten diese Verhandlungen blockiert und eine Eskalation des Krieges bevorzugt haben. Im September 2022 wurden die Nord Stream Pipelines gesprengt. Überwältigende Beweise sprechen dafür, dass diese Zerstörung der Nord Stream Pipelines unter der Führung der USA geschah. Also auch hier, Andreas, sehr, sehr klare Worte. Ich weiß nicht, wie das sein wird, wenn er jetzt zurückkommt an seine Columbia University. Ja, ich denke mal, der wird ein paar Nachfragen dazu haben. Aber das Problem ist einfach so ernst mittlerweile geworden, dass dieser Klartext gesprochen werden würde. Also diese Diskussion um Nord Stream 1 und 2, ja mal ganz ehrlich, alleine das diskutiert wird in der westlichen Welt, dass es Russland gewesen sein könnte, zeigt schon im Prinzip, wie verblödet die Menschheit mittlerweile ist. Diese Nord Stream 1 und 2 Sprengung mit allen möglichen Ankündigungen, mit den entsprechenden Reaktionen und so weiter und auch mit der Erfahrung, dass diese Sprengung, wenn es USA gemacht hat, dem ganz normalen Muster auch der USA entspricht, so lösen sie immer ihre Probleme. Wir haben gerade gesehen, von den 240 Jahren, die die USA jetzt existieren, sind gerade mal 16 Jahre ohne Krieg gewesen. Also das sind natürlich die Argumente, die hier eine Riesenrolle spielen, und diese schlichte Ablehnung, dass CIA sagt, nee, wir waren es nicht, das ist ja alles falsch, es ist einfach wirklich unfassbar, dass man das so hinnimmt. Vielleicht war es ja auch nicht die CIA, vielleicht war es ja ein anderer Geheimdienst, ganz anderer Art. Ja, natürlich war es nicht die CIA, aber die CIA hat dann einen Pressesprecher und der sagt einfach, wir waren es nicht. Das ist ja das Problem eigentlich. Das ist also wirklich unterirdisch vom Level her, und das ist das, was mich stört, in Anbetracht der Gefahr, in der sich die gesamte Erde befindet im Moment. Und das ist richtig, was
was du sagst. Das sind immer gefährlicher werdende Entwicklungen. Und auch Jeffrey Sachs formuliert es so. Er sagt, wir, meine Damen und Herren, befinden uns auf dem Weg einer fatalen Eskalation, sowie der Lügen und des Verschweigens durch die Medien. Das gesamte Narrativ, dies sei der erste Jahrestag des Krieges, ist bereits ein falsches Narrativ. Dies ist ein Krieg, der aufgrund der NATO-Erweiterung, der Beteiligung der USA an einem Staatsstreich und wegen der massiven Bewaffnung der Ukraine begonnen hat. Und dann folgte die schreckliche Invasion durch Russland und die Eskalation. Es ist ein Krieg, der gestoppt werden muss, bevor er uns alle in ein atomares Armageddon hineinzieht. Genau, und das muss endlich beim Namen genannt werden. Und aus diesem Grunde ist das auch der entscheidende Faktor. Und ich möchte da nochmal zurückkommen auf den Anfang hier unserer Diskussion. Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer sind eigentlich nur Personen, die das organisiert haben. Und man sollte sich davon lösen, dass man sich mit ihnen solidarisiert, ganz klar. Das ist nicht die Situation. Es wird auch viel diskutiert. Ja, die haben ja Kontakte gehabt. Habe dann mit irgendwelchen russischen Oligarchen und Frau Schwarzer hat sich auch nicht besonders geschickt benommen, als sie von der Weltwoche interviewt wurde. Das war für mich schon so ein bisschen Fremdschämen, aber es spielt keine Rolle. In diesem Fall geht es darum, dass das morphogenetische Feld zum Friedenswillen größer wird. Und es ist wichtig, dass auch wenn Frau Wagenknecht sagt, AfD-Wähler sollen dort nicht hinkommen, auf der anderen Seite sagt sie dann aber, jeder ist willkommen, der für den Frieden eintreten will. Das heißt, man sieht schon, was da für Eiertänze geführt werden müssen. Diese Diskussion ist auf die beiden Personen zu münzen. Das ist der falscheste Weg. Es geht jetzt nur noch darum, dass diese Kraft, diese Energie, die gerade entsteht, jetzt weitergeht. Also ich möchte vielleicht auch mal etwas Persönliches dazu sagen. Jeder, der so ein bisschen meine Thematik seit 18 Jahren kennt, Mutter-Kind-Bindung, gescheite Familien- und Frauenpolitik, was wir in Deutschland schon seit Jahrzehnten nicht mehr haben, da ist natürlich eine starke Widersacherin meiner konservativen beziehungsweise naturgesetzmäßigen Forderungen für die politischen Weichenstellungen für Familien. Das alles ist natürlich nicht nur ein Dorn im Auge der Feministin Alice Schwarzer. Und vielleicht hat jemand mal in meine Bücher hineingeschaut, zum Beispiel Die Wahrheit und ihr Preis. Dieses Buch findet ihr übrigens auf meiner Webseite als kostenloses Hörbuch. Und das ist wirklich, Andrea sagt gerade, hochinteressant. Es ist wirklich hochinteressant aus meiner Sicht heute, wo ich wirklich viel Distanz dazu habe. Damals hat es mich Tränen über Tränen gekostet, das Ganze zu Papier zu bringen. Hier diese hochinteressanten Zusammenhänge. Da wird deutlich, dass es zum Beispiel Alice Schwarzer gewesen ist, die mit ihrer Emma und mit ihrem Zirkel des Newsletters dafür gesorgt hat, dass man in der Tagesschau mich gerufen hat und gesagt hat, Sie können hier nicht bleiben. Wenn Sie hier weiter Ihre Thesen vertreten, müssen Sie gehen. Und das war unter anderem eine Initiative von Alice Schwarzer, die mich schwerstens diffamiert hat. Aber ihr seht, wenn heute eine Friedensdemonstration stattfindet, dann kann ich diese Dinge wirklich beiseite räumen. Denn eins ist doch klar, wer die karmischen Gesetze kennt, wer die Naturgesetze kennt, der weiß, dass die Dinge immer auf die handelnde und auf die ausführende Person zurückkommen. Und insofern hat Frau Schwarzer, vielleicht hat sie es auch schon zum Teil ablösen können. Ich weiß es nicht. Es interessiert mich auch nicht, denn es ist ihre Sache, wenn sie sowas in die Welt setzt. Aber ich hätte zum Beispiel großen Grund gehabt, sie jetzt anzufeinden oder zu sagen, wir bringen das nicht bei uns im Kanal. Aber ich denke, genau das ist es, worauf es jetzt ankommt. Das ist auch die Größe, die du damit zeigst, denn ich habe mich ja mit deinem Fall wirklich auseinandergesetzt, sehr genau. Und ich habe diese Situation von Frau Schwarzer erkannt, mit welcher Methode sie Unterschriftensammlungen gegen dich initiiert hat über ihre ominöse Zeitung Emma.
Und das war für mich unterirdisch. Das war eine reine Bashing-Organisation vom allerschlimmsten, in allerschlimmster Form. Ich muss das auch mal so sagen. Ich wollte das jetzt auch nicht sagen, aber jetzt, wo du es gerade ansprichst, kommt das bei mir natürlich wieder hoch. Und als ich sie dann gesehen habe in diesem Weltwochen-Interview vor 2 Tagen, wo sie sich dann als Opfer darstellte und sagte, ja, sie hätte schon so viel im Prinzip erleben und ertragen müssen, das Bashing, was gegen sie läuft, völlig ohne Fundament in irgendeiner Form. Und dann hat sie gesagt, sie ist eine Person, die außerordentlich sauber arbeitet und korrekt und immer nur in der Sache kritisiert und niemals bashen würde. Und ich habe nur gedacht, nee, ich sage lieber nicht, was ich gedacht hatte. Aber es ist definitiv die Unwahrheit. Sie ist in Sachen Bashen auch ganz vorne. Deshalb nochmal, es geht um die Friedensinitiative, genau. Und nicht um die Frau Schwarzer, die interessiert nicht. Es geht auch nicht um Frau Wagenknecht, auch wenn es eine der intelligentesten Politikerinnen ist, die der Deutsche Bundestag aufzuwarten hat, aber aus meiner Sicht in einer völlig falschen, ich sage mal, narrativen Richtung mehr oder weniger etabliert ist, nämlich des Marxismus, zu dem sie sich bekennt, kann ich auch nichts mit anfangen. Aber die Sache, die sie da gemacht haben, war einfach großartig. Und sie haben da wirklich viele Leute zusammengebracht. Da werden ja Zahlen von bis zu 50.000 Menschen dort besprochen, auch wenn die Veranstalter schon von 13.000 sprechen. Daraus kann man ableiten, dass 50 realistisch ist, weil das kennen wir ja so aus den Erfahrungen, als Heiko Schrang und verschiedene andere vor wenigen Jahren auch solche Dinge in der Größenordnung und sogar noch viel größer in Gang gesetzt haben. Die hatten einfach nur nicht das mediale Echo. Und insofern ist es wichtig, dass dieses Ding überhaupt stattgefunden hat. Heiko Schrang und Michael Ballweg, den möchte ich in diesem Zusammenhang nicht verschweigen, der übrigens immer noch unerklärlicherweise in Untersuchungshaft sitzt. Richtig, das ist tatsächlich wirklich so. Das habe ich vergessen. Das tut mir leid, lieber Michael Ballweg. Wir wünschen ihm natürlich auch auf diesem Wege hier ganz viel Kraft nach wie vor und wir hoffen, dass dieser unsägliche Zustand bald erledigt sein wird und er rauskommt und auch rehabilitiert wird. Ja, Oliver Janich ist inzwischen aus der Untersuchungshaft in, oder Abschiebehaft war das, auf den Philippinen raus. Und er wird wohl auch demnächst ein Interview dazu geben. Wir, beziehungsweise ich werde ein Interview mit ihm in den nächsten Tagen aufzeichnen, wo er rein nur persönlich über diese Haftbedingungen berichtet und was das Ganze mit ihm gemacht hat. Also das wird mit Sicherheit ein bewegendes Interview werden. Ich freue mich auch darauf. Aber das sind eben die Medienvertreter heute, die Freien, die wirklich, wenn sie sich in die erste Reihe stellen, sich einiges einhandeln können. Und dazu gehören jetzt ehrlich gesagt auch Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht. Die werden nämlich ordentlich verprügelt von den Hofberichterstattern. Und ich möchte nochmal auf den Satz kommen, den Jeffrey Sachs hier gesagt hat. Er prangert die Medien auch an, die eben tatsächlich eine Schlüsselrolle auch in diesem Krieg spielen. Und er sagt, wir befinden uns auf dem Weg einer fatalen Eskalation sowie der Lügen und des Verschweigens durch die Medien. Das gesamte Narrativ, dies sei der erste Jahrestag des Krieges, ist bereits ein falsches Narrativ. Und nun komme ich wirklich auch aus den Staatsmedien, aus den Öffentlich-Rechtlichen. Ich kenne diesen Apparat von innen und unsere Arbeit dient unter anderem auch dazu, immer noch ein bisschen mehr Licht hineinzuleuchten in die aus meiner Sicht inzwischen oft verwerflichen Machenschaften der Mainstreamer. Ja, das ist wirklich so. Und wenn man sich das immer deutlicher ansieht und immer mehr Menschen jetzt auch in dieses Bewusstsein dieser Abrichtung kommt, der Massenmedien, der öffentlich-rechtlichen, zwangsfinanzierten Medien auch noch. Ich habe gerade neulich reingesehen in eine Lanz-Sendung, Markus Lanz, in einer Diskussion mit Wagenknecht. Also was Lanz da abgeliefert hat, war wirklich einfach nur schwach. Schwach, unfundiert, egal wie fundiert er versucht hat, das zu argumentieren. Frau Wagenknecht hat ganz klar argumentiert auf einer Ebene und hat gesagt, in dem Moment, wenn Menschen getötet werden und ermordet werden, dann muss das
ein Ende haben und das kann man nicht beenden, indem man da mehr Waffen reinliefert. Also wirklich Öl ins Feuer zu schütten, hat nie dazu geführt, dass das Feuer ausgeht, sondern das fängt dann an, lichterloh zu brennen und genau das findet statt. Und dann kommen so diese ganzen Dinge, wie wir sie auch lesen, das sind eben die propagandistischen Dinge, die Bilder, die dann dargestellt werden, Vergewaltigung und dies, diese ganzen furchtbaren Dinge, die dann argumentiert werden, von denen keiner nachprüfen kann, wer wo was gemacht hat. Und das sind die Hauptprobleme. Wir haben zum Beispiel zur Zeit, ich hatte gerade gesehen, diese Situation mit den verschleppten Kindern beispielsweise nach Russland aus der Ostukraine. Da wird dann eine Argumentation aufgebaut und ich habe mir dann mal angesehen, wer sind die Initiatoren dieser Studie? Da wird dann Yale genannt. Aber Yale ist nicht die Universität, sondern Yale ist ein Ort im Prinzip im Norden von New York. Und der hat natürlich einen durch die Universität hervorragenden Ruf. Und da gibt es eine Gruppierung, die dieses Gutachten gemacht hatte. Und das wurde finanziert durchs US-Außenministerium und durch Geheimdienste. Und wenn man dann weiß, dass sie selbst involviert sind in diesen Kriegswirren und haben eine ganz klare, zumindest nicht vorhandene Partei, Unparteilichkeit, dann wissen wir natürlich auch, in welche Richtung das geht. All diese Dinge werden nicht argumentiert und das haben wir in jedem Krieg gehabt, dass dann mit solchen Bildern gearbeitet wird und wenn man sie dann untersucht, stellt man fest, halt, so war es nicht, aber das ist eben halt diese Welt. Da fällt mir ein, das Thema Brutkastenlüge. Ja. Wo war das gewesen? Irak? Das war im Irak damals, dass diese kuwaitische Botschaftstochter das Ganze dann plötzlich unter Weinen dann eben gesagt hatte, dass die Häscher von Saddam Hussein die Kinder aus den Brutkästen herausgerissen hätten. Ich will das gar nicht alles erklären. Das sind ganz furchtbare Bilder, die sich da aufbauen. Und anschließend stellte sich raus, das Ganze war initiiert durch eine Werbeagentur in London, um diese Dinge zu machen. Aber das geht auch in den Kriegen Erster, Zweiter Weltkrieg. Da wurden beispielsweise Bilder gezeigt, dass die deutschen beispielsweise Generäle und die deutschen Spitzenpolitiker dieser extremen Zeit in diesen großen Weltkriegen sich zum Frühstück haben Kinder servieren lassen, die sie angeblich gegessen hätten. Also da war der Fantasie, also der gar keine Grenzen mehr gesetzt. Und genau so finden diese Dinge immer wieder statt. Und naja, wir kennen das. Ja, und tatsächlich ist es für die Medien oftmals gar nicht so einfach, den Dingen wirklich auf den Grund zu gehen. Das Verwerfliche ist, viele versuchen es erst gar nicht mehr, sondern wir haben auch gerade wieder eingestellt, dass Bilder, die angeblich einen Angriff in der Ukraine dargestellt haben, schon vor Jahren in China gemacht wurden und auch eine Berichterstattung vor Jahren mit diesen Bildern. Und jetzt werden die gleichen Bilder gezeigt im Zusammenhang mit einem anderen, dieselben Bilder in einem Zusammenhang mit einem anderen Land. Also, tja. Es ist leider wirklich ganz furchtbar und auch wir haben zum Glück sehr selten, aber hin und wieder eben auch mal eine Falschmeldung. Für uns ist es aber ganz wichtig, dass wir es dann gerade stellen und dass wir es deutlich kennzeichnen, da wo es falsch gebracht wurde, dass man an der gleichen Stelle sagt, da ist ein Fehler unterlaufen, wir bitten um Entschuldigung. Das würde ich mir bei den Mainstream-Medien so sehr wünschen und es fällt ihnen aber immer noch so schwer. Ich frage mich, ist es Eitelkeit? Was ist es, was sie abhält? Nein, sie können gar nicht anders. Und du hast Markus Lanz genannt. Ich finde ja, Markus Lanz ist noch der Einäugige unter den Blinden, weil er zwischendurch durchaus auch mal versucht, ein bisschen mutiger nachzuhaken. Und todesmutig dann in irgendein Thema reinrennt. Aber wahrscheinlich wird er dann auch anschließend wieder ordentlich zurückgepfiffen. Wenn ich sehe, was die ganzen Schreibmedien so veranstalten, auch diese Lokalblätter, die ja auch nur voneinander abpausen und Copy and Paste machen, dann frage ich mich, Andreas, warum überhaupt noch kritisch denkende Menschen Abonnements von solchen Zeitungen haben. Ja, man wundert sich eben halt so über das Durchschnittsintellekt des Bürgers, aber man weiß ja gar nicht, wie viele Menschen überhaupt noch abonnieren. Denn wenn ich gesehen habe, dass zu diesen Auflagen auch die ganzen Zeitungen und die ganzen Journalien und die ganzen Illustrierten gehören, die umsonst in irgendwelchen Bussen oder Bahnen oder auch in Flugzeugen verteilt werden, das wird ja dann so dargestellt, als wäre es dann eben verkauft worden durch Abonnements und das wage ich dann auch zu Zweifel. Nein, die Menschen haben es zu einem weitaus größten Teil längst bemerkt.
die Schweigespirale hält sie lediglich unten. Und ich glaube, über 50-60% der Menschen trauen den Medien keinen Millimeter mehr. Das glaube ich ganz einfach. Das zeigt auch meine Erfahrung, weil es eine tendenziöse Berichterstattung ist. Tendenziös heißt, sie haben eine Tendenz in eine Richtung und sie spielen sich als Oberlehrer auf. Das heißt, sie haben die Aufgabe, als Aktivisten, so sehen sie sich mehr oder weniger, die Menschen zu lenken und nicht mehr das, was der Journalist eigentlich machen sollte, objektiv über die verschiedenen Richtungen zu diskutieren. Das ist auch der Grund, warum kein russischer Vertreter bei Markus Lanz sitzen darf, amerikanische aber sehr wohl. Also klar ist ja auch, dass die Medien durchsetzt, durchseucht sind von Grün-Rot. Ich sage das voller Überzeugung mit durchsetzt und durchseucht, weil ihr seht ja, was jetzt eine rot-grüne Regierung in Deutschland innerhalb eines Jahres an Zerstörung geschafft hat. Und wenn also der größte Teil in den Massenmedien aus dieser politischen Gruppierung besteht und diese Leute haben vor allem auch fast eine Art Mission offenbar, nämlich dem Leser oder dem Zuschauer ihre Meinung aufs Auge drücken zu wollen. Und der nächste Schritt ist zu fragen, wer ist denn jetzt noch heutzutage so blöd, sich das aufs Auge drücken zu lassen? Wir haben dieselbe Situation bei den Medien wie in der Politik. Die schwarz-rot-grüne Blockpartei, die schwarz-rot-grünen Journalistenstrukturen, die sind ganz klar in einer Richtung verordnet. Das heißt also verortet, also La Fascia, gleichgerichtet, gleichgebürstet, alles in dieselbe Richtung gebürstet. Das sind die Grundlagen. Und wenn ich mir ansehe, beispielsweise Abgeordnete im Bundestag, und ich höre mir dann die einzelnen Redner dort an und ich stelle fest, eine solche hochgradige, Entschuldigung, intellektuelle Insuffizienz, zerebrale Dysfunktion in Reinkultur und das über alle diese Blockparteien hinweg. Und jetzt muss ich auch ganz offen sagen, in Anbetracht dieser ernsten Situation, in der sich Europa befindet, dann sehe ich mir da einige, ich kann nicht für alle sprechen, AfD-Politiker an, die als hochgebildete Menschen ordentliche Sätze bilden können, ordentliche Zusammenhänge darstellen können, wo ich sagen muss, okay, ich muss jetzt nicht mit allem einverstanden sein, aber ich merke, hier ist jemand, der weiß, wovon er spricht. Er kann von falschen Annahmen ausgehen, kann auch den einen oder anderen Fehler machen, aber im Verhältnis zu diesem Durchwurstelpragmatismus des Gestammel eines Versuchs einer Rede, die ich dort auf den anderen Ebenen sehe, ist das wirklich eine Wohltat zu erleben. Und das ist jetzt keine Aussage jetzt nach dem Motto, jetzt wählt in die Richtung, weil ich glaube an Parteien überhaupt nicht mehr. Damit bin ich längst durch. Aber das muss man doch mal erkennen. Und es gibt doch so viele Bürger, die erkennen können, ob jemand einen sinnvollen Satz ausspricht oder einfach nur schwafelt. Ja, und wie viel Sinn diese Parteienfarben machen, das können wir ja auch daran erkennen, dass die schwarze CDU-Kanzlerin Angela Merkel im Laufe ihrer Amtszeit das Land auf knallrot-grün gebürstet hat. Ja, das kann man so sehen. Und das ist ihre Aufgabe. Und wenn man sie sieht und man muss, das ist ihr in dieser politischen Lage, das ist ja ihre Aufgabe als Bundeskanzlerin. Du guckst gerade so erschrocken, weil wir dürfen ja eines nicht wissen oder wir dürfen ja eines nicht vergessen, Entschuldigung, dass Deutschland als Protektorat von USA massiv gesteuert wird und dann natürlich zu starke individuelle Einschläge. Guckt euch bitte mal an, Aussagen aus dem Jahre 2002 von Frau Merkel zum Thema Flüchtlingspolitik, zum Thema beispielsweise Außenpolitik, zum Thema freie Märkte, zum Thema Wirtschaftswachstum und so weiter aus dem Jahr 2002, 2005, 2008. Und dann seht ihr einfach mal, wie es sich ins komplette Gegenteil entwickelt hat, genau wie die Grünen mal eine als Friedenspartei gestartet sind und heute eine wirklich völlig verkalkte und völlig festgefahrene Kriegspartei ist. Das ist doch ganz eindeutig zu sehen. Wir haben ja ein langes Vorgespräch mit Clemens Kubi geführt. Der ist Drehbuchautor, der ist Filmemacher und hat natürlich auch viele Bücher geschrieben. Der spricht über hochinteressante spirituelle Themen wie die Reinkarnation. Und Clemens Kubi, wusstest du das, der war Mitbegründer der Grünen, hat aber, und darüber spricht er auch in dem Interview im Kongress, hat wohl aber nach einem Jahr schon
gemerkt und registriert, dass diese Grünen, die wirklich als Umweltpartei einstmals ins Rennen gegangen sind, bei der ersten Million Spenden völlig ausgerastet ist, also die einzelnen Protagonisten. Und er sagte, bei so viel Geldgier ist er wieder ausgestiegen. Und hier sehen wir das Typische bei dem Faktor Mensch, der nämlich genutzt wird von den Dirigenten, die orchestrieren im Rahmen der UN, der, wir nennen sie ja jetzt immer Philanthrop, Kapitalisten, ich glaube, das kommt auch von ihm. Das ist also auch ein wunderbarer Begriff, Philanthropkapitalist. Nee, das kam von Herrn Unger. Das war auch so ein gewaltig schönes Wort. Und wir sehen eben halt, wie dort die Situation gesteuert wird. Und die Grünen sind ja auch nicht, darüber muss man sich im Klaren sein, einfach so aus sich heraus entstanden. Und wenn sie kritisch oder systemkritisch gewesen wären, hätte man sie gar nicht so hochkommen lassen, hätte sie, sondern stattdessen in jeder Form bekämpft. Das hat man nicht getan, sondern das gehört eben halt mit zu diesem Aufbau. Genau wie die 68er-Bewegung. Auch das wissen wir heute, welche Gelder da reingeflossen sind von Seiten amerikanischer Politiker und so weiter, die das mit aufgebaut und forciert haben. Das heißt, hier werden Gesellschaften regelrecht langfristig über Generationen umgebaut. Und das sind keine Verschwörungstheorien, sondern wir sehen ja anhand der heutigen Zeit, wenn wir es rückblicken, wie die einzelnen Phasen gelaufen sind. Und daran kann man es ja sauber abarbeiten. Wir kommen auch noch zu Vorwürfen gegen die westliche Welt, vor allem die USA, Andreas. Denn China, du hattest das ja am Freitag schon hier gebracht, hat auf der Außenamtsseite schwere Kritik an den Vereinigten Staaten geübt. Und der Außenminister, der hat sich jetzt noch mal zu Wort gemeldet. Darüber sprechen wir heute, aber ein bisschen später. Ich möchte noch kurz nachtarocken, was diese Friedensdemo angeht. Die Welt meldet, dass die Polizei eben berichtet hat, dass es keinerlei Kenntnis bei dieser Friedensdemonstration gegeben habe über Rechtsextreme. Das ist ja auch das, was die Hofberichterstatter wie am laufenden Band an Müll produzieren, indem sie sagen, Nazis, Rechte. Aber ich meine, ich glaube, da stehen schon so viele Nazis in der Ecke, sogenannte, dass die Ecke voll ist, da passt schon gar keiner mehr rein. Aber auf jeden Fall hat ein Sprecher der Polizei geäußert, dass er nach dem Ende der Kundgebung auf Anfrage der deutschen Presseagentur lediglich bestätigen konnte, dass sich Menschen aus dem rechten Spektrum unter die Teilnehmer gemischt hätten. Demnach seien von der Polizeiseite 13.000 Menschen gekommen. Die Veranstalter haben 50.000 gesagt. Also ich denke mal, Andreas, das ist auch ein Punkt, der immer wieder hervorgehoben werden sollte, dass die Menschen, ob sie jetzt Impfkritiker sind, ob sie Corona-Leugner sind, ob sie Klimaleugner sind, dieses Leugnen, das hat ja auch historische Verbindung, und damit immer alle nach rechts geschoben werden. Ich denke mal, dass dieses Narrativ sich auch abgenutzt hat. Ja, die Waffe ist komplett stumpf und sie wird einfach noch angewandt. Und das ist mittlerweile ist das ja ein Wattebäuschenwurf. Und die Menschen, die auf diese Veranstaltung gehen, denen ist das völlig wurscht, ob sie da mit irgendwelchen Leuten, die man als recht bezeichnet, zusammenbringt. Der Begriff des Nazis, der ja genutzt wird, beispielsweise vom System, ist ja letztendlich eine Outung mit einer gewissen antisemitischen Grundhaltung, die der Staat selbst an den Tag legt. Wenn also beispielsweise jemand mit einer russischen Fahne auftreten würde oder mit einer deutschen Fahne auftreten würde und dann kommt der Nazi-Begriff, das bedeutet, die Nazi-Gräueltaten des Dritten Reiches gleichgesetzt werden mit einem, der eine deutsche Fahne hält, dann ist das für mich eine wirkliche Diffamierung des tatsächlichen Naziterrors und ein revanchistischer Grundlage. Also diejenigen, die normale Menschen als Nazis bezeichnen, die verharmlosen damit das Dritte Reich und sind damit wirklich selbst in dieses Lager einzuordnen. Sie outen sich deutlich. So, und jetzt kommen wir mal zu dem Ukraine-Krieg. Denn ganz spannend ist, wir hatten ja über die Panzerlieferungen hier lange hin und her diskutiert und viele europäische Länder, die ganz laut hier geschrien hatten, als es darum ging, dass sie in die Ukraine Panzer liefern sollen,
Die sind inzwischen ganz ruhig und still geworden und da kommt nicht mehr viel, außer aus Polen und Deutschland natürlich. Und wie es hieß, natürlich die USA, die liefern Abrams-Panzer. Andreas, und vielleicht kannst du dich daran erinnern, wir haben sogar einen Sonderpodcast darüber gemacht, dass Olaf Scholz als deutscher Bundeskanzler plötzlich geäußert hatte, als diese ganze Panzerfrage noch offen war, dass Deutschland liefern würde, wenn USA auch Panzer liefern würde. Und wir waren nicht so ganz sicher, was war denn das für ein komisches Spiel eigentlich, wer war zuerst da. Und nun meldet hier der Spiegel, und das ist eine sehr spannende Meldung, das Weiße Haus sagt, die Ukraine braucht derzeit Leopard-Panzer, aber keine Abrams. Und der Sicherheitsberater aus den USA, Jake Sullivan, der hat gestern vor der Presse gesagt, dass die USA der Abrams-Panzerlieferung in die Ukraine nur zugestimmt habe, weil Deutschland es verlangt hat. Also in dem Artikel vom Spiegel heißt es, US-Präsident Biden hat der Lieferung von Abrams-Kampfpanzern in die Ukraine nach Angaben des Weißen Hauses nur aufgrund des Drucks aus Deutschland zugestimmt. Wörtlich sagt Sicherheitsberater Sullivan, und zwar gestern Abend hat er das im Sender ABC gemacht, er hat sich ursprünglich dagegen entschieden, sie zu schicken, weil sein Militär sagte, dass sie auf dem Schlachtfeld in diesem Kampf nicht nützlich seien. Nützlich hingegen seien deutsche Leopardpanzer, habe es geheißen. Wörtlich weiter, aber die Deutschen sagten dem Präsidenten, dass sie nicht bereit seien, diese Leopardpanzer in den Kampf zu schicken, solange der Präsident nicht zustimme, auch Abrams zu schicken. Andreas, das klingt jetzt, als ob der große Bruder in Washington plötzlich sich unter Druck setzen lässt aus Berlin. Ja, es ist eine unglaubliche Show und ein unglaubliches Theater, was da gespielt wird. Denn wir wissen ganz genau, dass Deutschland niemals USA unter Druck setzen kann. Das ist ja wirklich an Lächerlichkeit kaum zu überbieten. Und wenn die Amerikaner ihre Abrams-Panzer dort abliefern wollten, dann haben die tatsächlich das Problem, dass die andere Gewinde haben, die brauchen andere Ersatzteile, eine andere Infrastruktur zur Instandhaltung und so weiter und so fort. Die Maintenance muss gemacht werden, also die Inspektionen und so weiter. Ist schon klar, aber hat das die USA jemals gestört, wenn sie damit Umsätze für die Rüstungsindustrie machen konnten? Nein. Es geht hier um etwas ganz anderes. Sie wollen nicht in den Krieg reingezogen werden, aber man sieht, dass sie immer mehr ihr Interesse offenlegen, dass sie Deutschland in den Krieg reinziehen wollen. Das ist doch die eindeutige Geschichte und wir sehen immer deutlicher, dass dieser Ukraine-Fall, der da gerade läuft, mehr oder weniger sich stärker konzentriert, dass Deutschland das eigentliche Ziel in Europa ist, als ich sag mal, Täter zum Schluss zu isolieren, dass aufgrund der deutschen Fehlpolitik Europa dann irgendwann untergegangen ist, zum Beispiel industriell und so weiter und so fort. Und dafür braucht man einen Täter. Das wird immer deutlicher bei dieser Geschichte. Was mich jetzt hier besonders beunruhigt, ist, dass USA offenbar jetzt von ihrem Wort zurückzutreten scheinen und gar keine Panzer erstmal liefern werden. Offenbar mit der Erläuterung, dass Deutschland sie unter Druck gesetzt hatte, obwohl sie es nicht wollten. Also, es heißt in diesem Spiegelartikel nämlich weiter: Im Interesse der Einheit des Bündnisses und um sicherzustellen, dass die Ukraine bekommt, was sie will, habe Biden der langfristigen Lieferung von Abrams-Panzern zugestimmt, obwohl die Abrams nicht das seien, was die Ukraine im Moment brauche, so Sullivan. Diese Leopardpanzer werden jetzt geschickt. Und das ist ein Beispiel dafür, wie Joe Biden das weltweite Bündnis um sich schart, damit die Ukraine bekommt, was sie braucht. Sullivan reagierte in dem Interview auf eine Frage, wonach die Abrams-Panzer womöglich in diesem Jahr gar nicht mehr
in der Ukraine ankommen. Mit anderen Worten, man will es eben nicht. Und wenn wir jetzt einen Kanzler hätten mit Eiern, Entschuldigung, dann würde er sofort seine Zusage natürlich auch zurücknehmen und würde sagen, gut, okay, USA hat gesagt nein, dann sagen wir jetzt auch nein. Denn sonst wird man demselben Olaf Scholz irgendwann sagen, deinetwegen sind noch zigtausend Menschen mehr gestorben, getötet, nämlich durch den Einsatz der Leoparden aus Deutschland, was die Russen dazu animierte, zurückzuschlagen. Und das bedeutet, dass das Volk der Ukraine noch weiter ausgerottet wird, als es jetzt schon der Fall ist. Es ist wirklich unglaublich. Ja, und wie es jetzt heißt, auch von einer Pentagon-Sprecherin, wird die US-Regierung die Panzer für die Ukraine nun bei der Industrie bestellen. Das heißt erstmal, die sind noch gar nicht da, die müssen erst gebaut werden. Und es heißt hier weiter, sie kommen nicht aus eigenen Beständen des Militärs. Und es dürfte dauern, bis die Panzer in der Ukraine je ankommen. Ja, man spielt jetzt auf Zeit und man hofft, dass man den Krieg möglichst bis dahin dann zu Ende gebracht hat und es dann nicht mehr zu den Lieferungen kommt. Nun muss man aber wissen, was steht hinter dem Krieg? Hinter dem Krieg steht vor allem ein ökonomisches Interesse. Ein Krieg soll nämlich nicht gewonnen werden. Das gab es früher mal, vor 100 Jahren. Heute geht es darum, dass ein Krieg nur lange dauert, möglichst viel Munition, das heißt viel Umsatz für die Rüstungsindustrie bringt und ansonsten nichts. Das ist ungefähr so, wie wenn man glaubt, dass die Armee dazu da wäre, Frieden zu schaffen, dass man glaubt, dass die Pharmaindustrie da ist, dass die Menschen gesünder werden. Das verbietet sich an sich schon, weil nämlich Profitinteressen hinter den Konzernen stehen. Eine gesunde Bevölkerung ist für die Pharmaindustrie Gift, genauso wie Frieden für die Rüstungsindustrie Gift ist. Und wenn wir sehen, dass Pharma und auch Rüstung maßgeblich die Politik beeinflussen und sich in den NGOs, in den Aktienportfolios wiederfinden, dann wissen wir auch, wer die Macht letztendlich hat und was die Interessen sind. Spannend ist auch, dass es offenbar einen Stimmungswechsel in den USA zu geben scheint. Jedenfalls berichtet darüber NTV mit der Überschrift "Öffentliche Meinung ändert sich. USA warnen Ukraine vor schwindender Unterstützung." Ich meine, wenn das jetzt schon losgeht, im selben Zuge mit der angeblichen Bestellung von Abrams-Panzern, dann könnte das Ganze natürlich auch einfach eine Luftblase sein. Und hier heißt es in dem Artikel, Planung, Material, Koordination. Ohne die USA ginge in der Ukraine wenig. Der Abwehrkrieg gegen die russische Invasion wäre wohl schon verloren. Hinter den Kulissen erwartet Washington von Kiew vorzeigbare Erfolge, denn die Unterstützung könnte bröckeln. Und dann heißt es weiter, an ein bisschen späterer Stelle, kritisch. So ist die Situation in der Ukraine im ersten Kriegsjahr schon mehrfach gewesen. Critical, also entscheidend, sind die Vereinigten Staaten dabei gewesen, dass überhaupt so lange durchgehalten wurde. Und dann heißt es, da geht es jetzt um viele, viele Milliarden, also dass die USA als einzelnes Land bis zum 21. Februar mit Abstand die meisten Hilfen zur Verfügung gestellt habe. Insgesamt im Wert von 73 Milliarden Euro und so weiter. Und hier heißt es weiter, dass für die Ukraine die enge Zusammenarbeit mit den USA einen Druck bedeute. Schon bald, wenn April die ersten schweren Panzer rollen, will Washington eine Offensive und Ergebnisse sehen, schreibt die Washington Post. Mehrere hochrangige Regierungsmitglieder machten dies schon im Januar den Verantwortlichen in Kiew klar. Zum Beispiel CIA-Chef William Burns informierte Herrn Zelensky über Russlands Pläne. Entscheidende Erfolge auf den Schlachtfeldern sollen und müssen in den kommenden Monaten erreicht werden. Ja, und das zeigt, dass sie offenbar, die Amerikaner, kein Interesse daran haben, ihre eigenen Rüstungsgüter, nämlich ihre eigenen Umsätze dort in der Ukraine zu machen und dort die Gewinne zu machen, sondern sich schon neu ausrichten in Richtung China, wo sie dann in Zukunft eben halt ihre Gewinne machen werden. Das ist eine deutliche Situation. Ja, wichtig ist auch, dass die Mahnung zur Eile an die ukrainische Führung
offenbar politische Gründe hat. Naja, die Mehrheit der Demokraten im Kongress ist natürlich zerbrochen und die Republikaner haben die Kontrolle jetzt über das Repräsentantenhaus übernommen. Das steht da natürlich immer noch hinter. Bislang haben auch die meisten Konservativen die Ukraine-Hilfen ja unterstützt. Aber das heißt nicht, dass es so bleiben muss oder kann. Und die Präsidentschaftswahlen 2024 in den USA, die rücken natürlich auch immer näher und niemand weiß genau, welche Effekte der Wahlkampf auf Öffentlichkeit und Kongress denn jetzt haben wird. Und das zeigen auch die Umfragen, dass die Unterstützung von Waffenlieferungen an die Ukraine definitiv abnimmt. Ich meine, wir dürfen auch nicht sehen, welche Probleme die USA selbst haben. Vor allem bei den republikanischen Wählern sind diese natürlich Nerven jetzt sehr stark sensibilisiert. Und von denen sagten 9% im März 2022 zu, dass die USA die Ukraine stark unterstützen solle. Im Januar waren es 40%. Unter allen Wahlberechtigten nahm die Zahl von 7% auf 26% zu. In einer Umfrage von AP übrigens hatten die ja, die wurde gemacht, da haben 29% der US-Amerikaner gesagt, sie seien gegen Waffenlieferungen und 48 sind dafür. Im März 22 waren es noch 60. Viele Zahlen, wir sehen, das heißt, die tatsächliche Unterstützung, die Ukraine eben weiter mit Waffen zu beliefern, weiter ihre Arbeitskraft, ihre Wertschöpfung, die sie in den USA auch machen, dann letztendlich den Europäern diesen Krieg zur Verfügung zu stellen, ist ja nicht den Europäern, sondern eben halt dem Töten zur Verfügung zu stellen, dass sie sagen, nee, stopp, wir sind nicht mehr dabei. Ja, es heißt in diesem NTV-Bericht, dass bis Ende des Sommers, wenn sich nach Einschätzung der USA die vom Kongress bewilligten Hilfen erschöpfen, die Vereinigten Staaten ihre Rolle noch beibehalten würden, damit die Ukraine so viel Land wie möglich befreien kann, bevor sich alle, man höre und staune, mit Russlands Präsident Putin an einen Tisch setzen, schreibt NTV. Dies wäre ein optimistischer Ausgang aus Sicht der USA, nämlich die Ukraine wehrt die russische Offensive ab, befreit bei einer eigenen im Süden weite Territorien und zwingt damit Putin vor Jahresende zu Verhandlungen. Ob es so kommt, hängt von der Unterstützung der westlichen Allianz ab, was das russische Militär unternimmt und was dann auf den Schlachtfeldern geschieht. Naja, die westliche Allianz ist auch gerade in Rüstungsfragen extrem marode geworden. Wir dürfen nicht vergessen, dass USA alleine ja mehr Rüstungsetat hat als alle anderen Länder der Welt zusammen auf dieser Welt. So, und wenn jetzt USA sagt, sie werden aber keine Rüstung liefern, dann bedeutet das, dass es für sie ökonomisch uninteressant ist. Und wenn sie sagen, wir gehen davon aus, dass es dann zu Friedensgesprächen und zu Verhandlungen kommt, dann glaube ich, dass das ein Fake ist. In Wirklichkeit wird der Krieg, das könnte das Ziel sein, weiter am Köcheln sein und der kann sich noch über 10 Jahre hinziehen. Das ist meine Meinung, wenn man weiter eine solche absurde Politik führt, wie es in Europa gemacht wird, was wiederum unter der Ägide der Amerikaner läuft. Das sind dann aber die anderen Abteilungen im Hintergrund. Was auch wirklich bedenklich ist, das ist eine Meldung, die ist veröffentlicht heute bei Express.at. Und da heißt es, dass US-Verteidigungsminister Austin in einem Statement jetzt gewarnt habe vor wörtlich der größten Sicherheit für die europäische Sicherheit nach dem Zweiten Weltkrieg. Vor der größten Gefahr für die europäische Sicherheit nach dem Zweiten Weltkrieg. Und deshalb, man kann sich festhalten, haben die USA mehr als 20.000 zusätzliche Soldaten nach Europa verlegt. Also, Austin sagte zum Jahrestag des Ukraine-Krieges am 24. Februar wörtlich, die Vereinigten Staaten haben Nationen guten Willens aus der ganzen Welt um sich geschart, um die russische Aggression zu verurteilen und der Ukraine die dringend benötigte Hilfe zukommen zu lassen. Als Reaktion auf die größte Gefahr für die europäische Sicherheit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs haben die USA gemeinsam mit Verbündeten rasch gehandelt, um die NATO, wie es hier heißt, weiter zu vereinigen und zu stärken.
Austin erklärt weiter wörtlich, das Bündnis hat seine Verteidigungskräfte an der Ostflanke verstärkt. In der Zwischenzeit haben die USA mehr als 20.000 zusätzliche US-Streitkräfte nach Europa verlegt oder verlängert und die ersten ständigen US-Streitkräfte an der Ostflanke der NATO stationiert. Na gut, also wenn Sie damit im Prinzip die Friedensverhandlungen optimieren wollen und gleichzeitig auch forcieren, dass jetzt auf polnischem Gebiet dann die NATO-Manöver stattfinden sollen, direkt vor der weißrussischen Grenze, das sind nicht gerade alles Symbole, die dafür sprechen, dass man versucht, im Herbst dann in eine Friedensdiskussion und in eine Waffenstillstandsdiskussion zu kommen. Und das widerlegt ja fast schon den Bericht von gerade. Das ist eben halt das Typische, die Verwirrung. Ja, und wir haben es besprochen, Andreas, der Außenamtssprecher Chinas, Herr Wenbin, der hat sich zur Kriegsbilanz der Vereinigten Staaten von Amerika geäußert. Es gibt auch ein Video dazu. Ich weiß nicht, ob wir das schon eingestellt haben oder es noch tun. Und da geht es eben um die höheren Rüstungsausgaben, die eben in den USA so hoch sind, du hast es auch gerade gesagt, wie auf dem Rest des Planeten. Und Herr Wenbin sagt also unter anderem wörtlich, was wirklich beunruhigend ist, ist der destruktive Einfluss der USA auf den Weltfrieden und auf die Stabilität. In 240 Jahren haben die USA nur 16 Jahre keinen Krieg geführt. Andreas, ich gehe da gleich weiter rein, aber du hattest ja am Freitag schon einiges von der Seite des Außenamtes Chinas vorgelesen, wo also überhaupt nicht mehr zimperlich mit den USA und den Vorwürfen umgegangen wird, sodass man, wenn man das jetzt hier weiter sich anschaut, durchaus den Eindruck bekommen könnte, dass China sich aufstellt gegen die USA. Ja, das merkt man sehr deutlich. Und vor allem sind sie jetzt sehr selbstbewusst geworden von der Werkbank weg, die sie damals waren, hin jetzt natürlich zu einem ernstzunehmenden Staat. Und sie wissen natürlich auch, dass wir eine multipolare Welt bekommen werden. Wir hatten erst gedacht, es wird eine bipolare Welt. Aber bipolar wäre ja, dass China jetzt als Antagonist gegenüber USA auftritt. Aber China hat ein ähnliches Problem wie USA. Sie haben ein demografisches Problem. Das heißt, es werden immer weniger Kinder geboren. Und ich glaube, die nächste Weltmacht entwickelt sich in Indien. Die haben das Problem nämlich nicht, haben eben halt auch eine gigantische Infrastruktur an Industrie, haben die jungen Leute und sind natürlich auch fast genauso groß wie China und werden wahrscheinlich kurz sogar die Anzahl der chinesischen Bevölkerung eben halt erhöhen. Also insofern baut man jetzt über die BRICS-Staaten schon auf eine multipolare Welt. Und da sind sie sich auch irgendwie verhältnismäßig einig, diese alternativen Staaten, die ja weitaus größer sind, nämlich 90% der Weltbevölkerung vertreten, an Stückzahl quasi der Bürger auf diesem Planeten, gegenüber 10%, was die gesamte westliche Welt zusammenaddiert ausmacht. Das muss man sich immer wieder klar machen. Und aus diesem Grunde erwarten wir dann natürlich auch eine Richtung, die sich immer mehr gegen USA stellt. USA bricht gerade vor unseren Augen so zusammen, wie es damals die USA gemacht hatte und vor nicht allzu langer Zeit die Sowjetunion, Rom, das große imperische Rom. Das alte Rom. Mhm. Ja, ich meine, die hohen Zivilisationen und Kulturen, die haben das nun mal an sich, dass sie nach 100 oder hunderten Jahren Regimentsherrschaft dann irgendwann wieder, wenn sie oben den Point of No Return erreicht haben, zusammenklappen. Was gibt China weiter an? Die USA, so heißt es von Herrn Wenbin, dem Außenamtssprecher, die USA haben 80% der bewaffneten Konflikte nach dem Zweiten Weltkrieg initiiert. Wir sprechen über die ganze Welt. Die USA verletzen die Souveränität anderer Staaten und mischen sich in deren innere Angelegenheiten ein, sagt der chinesische Politiker. Sie haben seit dem Zweiten Weltkrieg 50 fremde Regierungen gestürzt, in 30 Ländern gewaltsam in Wahlen eingegriffen, in 50 Fällen versucht,
ausländische Anführer bzw. Staatschefs zu töten. Andreas, das sind schwerste Vorwürfe. Ja, und vor allem wird eines deutlich, die tatsächlichen Zusammenhänge dahinter. Wenn wir wissen, dass 1944 durch das Bretton Woods Abkommen die US-Währung, die Federal Reserve Währung, die man ja US-Währung nennt, die haben ja keine eigene Währung, sondern sie müssen eine Fremdwährung nutzen, die man Federal Reserve Dollar nennt. Das ist nochmal ganz wichtig. Insider wissen genau, was ich da meine. Und diese Weltleitwährung hat natürlich dazu geführt, dass USA unglaubliche Vorteile hatte, dadurch keine Wettbewerbe mehr brauchte. Die hatte keine Angst mehr, weil dieses Bretton Woods Abkommen sagt aus, dass die Überschüsse bei allen anderen Ländern immer wieder zurückfließen müssen in USA, dass da keine mangelnde Versorgung an Geld auftritt. Das führte dazu, dass die USA industriell natürlich mittlerweile auf Entwicklungshilfeniveau runtergefahren wurde. Bis auf die Rüstungsindustrie läuft da ja fast gar nichts mehr. Und das führt dann eben halt zu den permanenten Kriegen, die man führen muss, damit die anderen Leute das noch weiter respektieren. Das, was Herr Wen Bin als chinesischer Außenamtssprecher da so loslässt, Andreas, ich werde jetzt gleich die zwei letzten Punkte noch vorlesen. Das sind Kriegserklärungen. Jedenfalls klingt es für mich so. Nämlich da heißt es, durch die NATO-Kriege unter US-Führung in Klammern Afghanistan, Syrien, Irak wurden 900.000 Tote und 37 Millionen Flüchtlinge produziert. Also allein der Irakkrieg hat weit über 1 Million Tote verursacht. Insofern, glaube ich, stimmen die Zahlen nicht so ganz, aber egal. Und dann kommt der Satz der Sätze, solange die Hegemoniepolitik der USA anhält, wird es keinen Frieden auf der Welt geben. Punkt. Abführung. Andreas, wenn sowas da steht, dann heißt es ja, könnte man den Satz noch weiterdenken, wenn die sagen, solange die Hegemoniepolitik der USA anhält, muss man sich also wahrscheinlich überlegen, wie man diese Hegemoniepolitik der USA stoppt. Naja, Sie bringen es ja in der vorherigen Überschrift ganz deutlich, in denen hier dargestellt wird, dass die Rüstungsindustrie und die Flüchtlingsindustrie unmittelbar miteinander zusammenhängen. Man geht dann nach Irak, man geht nach Afghanistan, man geht nach Syrien, setzt dort die Länder im Prinzip unter Druck, zerbombt sie, macht sie fertig. Im Prinzip geht man irgendwann wieder weg, hat aber genügend Flüchtlinge im Prinzip hinterlassen, die wiederum über andere Organisationen der Infrastrukturen der Flüchtlingsindustrie kanalisiert werden, die momentan in Europa dann einwandern und dort eben halt einen weiteren Bereich der hybriden Kriegsführung ausmachen, diese Länder zu destabilisieren. Und dann gibt es eben halt wirkliche ungebildete, dumme Politiker, die sagen, die sollen alle einwandern in die deutschen Sozialsysteme. Und das nennt man dann human. Und in Wirklichkeit ist es genau das Gegenteil, nämlich inhuman, weil die Staaten, die das Geld hätten, Europa hätte noch vor wenigen Jahren die Möglichkeit gehabt, diesen Staaten und diesen heutigen Flüchtlingen, die nicht besonders gut geht, auch in Deutschland, die hätte man unterstützen können, damals noch in ihren eigenen Ländern mit einem Bruchteil an Geldern. Aber das ist offenbar nicht gewünscht. Wir sehen, wie groß dieses Spiel hier komplex mehr oder weniger dazu führt, Europa zu destabilisieren und als Wirtschaftspartner der Welt mehr oder weniger zu eliminieren, zu zerstören. Nun kann man sich natürlich auch die Frage stellen, warum reagiert China im Moment mit dieser wirklichen Wortgewalt und geht auch nach außen? Ich meine, wenn die sowas auch auf ihrer Außenamtsseite bringen, dann kann es die ganze Welt ja nachlesen. Andreas, was könnte das denn eventuell auch bedeuten im Zusammenhang mit Taiwan? Denn die USA setzen ja auch auf Sanktionen jetzt gegen China statt eine Friedenspolitik und verstärken massiv die Truppen dort in Taiwan. Naja, weil jetzt China auf der einen Seite sich ja jetzt deutlich gegen USA stellt und USA offenbar Europa im Fokus haben. Das gehört noch dazu, ganz kurz, weil für China Europa ein wichtiger Absatzmarkt war und ist oder gewesen sein sollte. Und der wird ja momentan damit auch zerstört. Wir dürfen nicht vergessen, wie viel unendlichen Gelder
aus China in Deutschland, in Europa investiert wurden. Und wenn der Wirtschaftsstandort zerstört wird, dann geht natürlich die Profitrechnung der Chinesen auch nicht auf. Das ist auch noch eine Situation. Aber ansonsten ist es natürlich so, dass jetzt Taiwan als nächstes in den Fokus rückt. Und alle wissen natürlich, dass Russland und China immer mehr zusammenrücken, die BRICS-Staaten immer mehr zusammenrücken. Aus meiner Sicht ist das so ein bisschen das Verhalten eines schwer verwundeten Tieres, wie die Hegemonialmacht USA, die mehr oder weniger noch um sich beißt, aber kaum noch vom Fleck kommt. Das ist eine ziemlich gefährliche Situation und man kann nur hoffen, dass da keiner auf die falschen Knöpfe drückt. Das ist das Entscheidende jetzt. In einem Beitrag von Telepolis heißt es, dass zum Beispiel die USA mehr Soldaten ausbilden für einen möglichen Krieg in Taiwan oder um Taiwan. Und es heißt, in einem Exklusivbericht des Wall Street Journal vom Freitag ist die Rede davon, dass die USA planen, ihre Truppen im Inselstaat Taiwan auf das Vierfache aufzustocken, um wörtlich der wachsenden Gefahr einer möglichen Invasion durch China zu begegnen. Von 30 Soldaten letztes Jahr auf 1 bis 200. Die Entsendung der Soldaten, unter denen sich auch Spezialkräfte und solche der US-Marine befinden, ist laut Wall Street Journal mit einem vom Pentagon wörtlich peinlich geheim gehaltenen Trainingsprogramm verbunden. Parallel dazu, heißt es, bildet die Nationalgarde von Michigan auf US-amerikanischem Boden ein Kontingent des taiwanesischen Militärs aus. Dazu gehört die Ausbildung an US-amerikanischen Waffensystemen, wie auch das Erlernen spezieller Militärmanöver zur Abwehr des potenziellen Aggressors. Ja, wir sehen hier eines ganz deutlich. Die USA setzen pauschal auf Krieg und auch auf entsprechende Impfung. Das ist so ein bisschen die einzige Sache, die bei denen noch funktioniert. Ansonsten ist es so, wir dürfen nicht vergessen, nach dem Zweiten Weltkrieg hat USA über 60% der gesamten Industrie ausgemacht. Mittlerweile sind es 27%. China hat sie komplett überrundet. Das heißt, das Einzige, was die Vereinigten Staaten noch haben, ist die Rüstung. Und die Rüstung und dieses Militär, darauf bauen sie auf. Das heißt also nicht mit wirtschaftlichen, mit förderlichen, mehrwertschaffenden Wirtschaftsaktivitäten beispielsweise die Welt zu beeindrucken, indem sie das Leben der Menschen einfacher macht und damit viel Freude bekommt von den Menschen, die dann gern ihr Geld dort investieren, dass USA dadurch reicher wird. Nein, es geht um das Thema Angst, es geht um das Thema Krieg und da geht es eben halt um die großen Profite, die die gesamte Welt ein Stückchen schlechter macht, aber das Ganze auf der Basis von Erpressung und Bedrohung abläuft. Das ist das, was die Chinesen hier ganz deutlich auch artikulieren. Aber das Entscheidende ist, sie sagen, wir machen das nicht mehr lange mit. Ja, und ich meine, das Schicksal ist ja offenbar irgendwie im Laufen schon seit langem. Ich möchte mal erinnern an das Buch Untergang des Abendlandes von Oswald Spengler. Und Oswald Spengler hat interessante Sachen dazu geschrieben. Er hat natürlich über den Untergang des Abendlandes geschrieben. Er hat nicht dazu geschrieben unter der Ägide der USA, das war damals noch nicht deutlich, aber es sind dieselben Charaktereigenschaften, die hier zu nennen sind. Denn er, Spengler, hat die Ursachen für den uns drohenden Absturz zurückgeführt auf, wie er es wörtlich geschrieben hat, stetig wiederkehrend im europäischen Spiegel der Weltgeschichte als in der Sache naturgemäße Wiederholung des Laufs der Dinge, also folgerichtig und notwendig. Und er sagt, nicht weniger als eine ganz bestimmte Charaktereigenschaft sei an der bevorstehenden Eskalation schuld, wörtlich der unzerstörbare Hang zum Gutsherrentum. Und die nächsten Worte, die erinnern mich jetzt an das, was der chinesische Außenamtssprecher gesagt hat. Er sagt, also Oswald Spengler, der anmaßende und dominierende Wunsch, die Weltherrschaft zu erobern, sei eine Charaktereigenschaft,
er schreibt sie hier den Europäern zu, die langfristig ins Verhängnis führe. Denn weitere wichtige Dispositionen für eine solche Vorherrschaft fehlten dieser Gattung dabei fatalerweise völlig. Neben seinem Drang des Herrschenwollens mangele es an strategischer Weisheit, an geordnetem Überblick, an charakterlicher Souveränität. Eigenschaften, die für eine autonome Führerschaft und ein langfristiges Überleben dringend erforderlich sind. Naja, er beschreibt hier etwas, was eigentlich klar ist. Er beschreibt hier Großbritannien vor allem, schwerpunktmäßig, mit ihren kolonialen Auswüchsen und wirklich auch schweren Verwerfungen, die sie mitzubringen hatten. Ich denke im 17. Jahrhundert alleine an die Tötungen der Inder, die Baumwolle pflücken mussten. Und wenn sie dann eben halt ihre eigene Baumwolle abgezweigt haben, um ihre Kinder zum Beispiel ein Leibchen zu stricken, dann wurden sie in Arbeitslagern eben halt dann hingerichtet zum Teil. Das sind alles die Dinge, die eine Rolle spielen. Und wenn wir heute über USA sprechen, sprechen wir eigentlich immer noch über die transatlantische Achse. Wir dürfen nicht vergessen, dass auf den US-Kontinent mehr oder weniger irgendwann Großbritannien übergeschwappt ist. Und insofern er das damals schon ganz genau erkannt hat, weil es sind immer noch dieselben Nachfolger, die jetzt einfach nur einen Ortswechsel vollzogen haben. Ja, ich habe das ja in meinem Buch Blutgericht Europa so historisch auseinandergezogen, um eben auch zu zeigen, Andreas, das ist ja eine Art Wechselwirkung. Denn die Europäer sind ja ausgezogen, um zwangs zu christianisieren in den verschiedenen Kontinenten, auf den Kontinenten, natürlich auch in Amerika. Und wenn wir uns heute die Amerikaner anschauen, dann sind ja davon viele die Kolonialherrscher gewesen. Und die haben damals über Jahrhunderte hinweg Stämme und Völker entwurzelt, beraubt, vertrieben, Millionen und Abermillionen getötet. Kann es sein, dass das hier jetzt der Rückschlag des Pendels der Wechselwirkung ist? Und zwar ganz, ganz klar. Wir dürfen nicht vergessen, wenn Cecil Rhodes damals in Afrika, in damaligen Rhodesien nach ihm benannt, diese furchtbaren Zerstörungen der Menschen gemacht hat, indem er dieses Land ausgebeutet hat. Wenn wir uns ansehen, die Aborigines in Australien im Prinzip, die verjagt wurden, es waren ja immer wieder die Angelsachsen, die dabei aufgetaucht sind und auch diese transatlantische Achse. Ich möchte jetzt natürlich nicht die Spanier außen vor lassen und die Portugiesen, die auch als Seefahrer durch die Gegend gelaufen sind. Auch die Deutschen sind hier ganz klar zu nennen. Die werden meistens immer genannt als erstes, deshalb nenne ich sie hier mal als letztes. Das ist aber jetzt keine Struktur an Wichtigkeit. Aber das sind die Dinge, die eben halt eine Riesenrolle gespielt haben. Und das wissen die Menschen. Und aus diesem Grunde, selbst wenn sie nicht sagen, im Innern sind sie gegenüber diese sogenannte westliche Wertegemeinschaft mit ihrer wertebasierten Regelordnung, die sie da gemacht haben, sind sie wirklich äußerst kritisch gegenüber. Und du hast es gerade angesprochen, das Buch Das Blutgericht Europas, was du geschrieben hast, ist ein ganz brillantes historisches Werk, wo sogar mit den klassischen Quellen, mit denen auch die Mainstreamer arbeiten, mehr oder weniger eine Analyse der Geschichte seit Karl dem Großen um 800 nach Christus bis zur heutigen Zeit abgearbeitet wird und das Ganze auch unter dem großen Schirm der Gesetze der Natur, also im Rahmen sogar der drei grünen Bücher, also im Lichte der Wahrheit von Abdruschin, sehr konkret, sehr gerade, sehr strukturiert und beeindruckend. Ich war zutiefst beeindruckt und ich muss ehrlich sagen, wer das liest übrigens, hat auch ein ideales, ich sage mal, Einführungswerk, eine Art Wegbereitung, um sich dann mit den grünen Büchern zu beschäftigen, die wir immer wieder hier erklären. Um ehrlich zu sein, dieses Buch Blutgericht Europa, das habe ich ja geschrieben vor 12 Jahren ungefähr, habe es allerdings erst 2018 rausgebracht. Und jetzt so langsam strukturiert sich mehr und mehr heraus, wusste ich wahrscheinlich selber noch nicht, wohin die Reise mit diesem Buch geht. Hochaktuelles Buch, das muss man ganz klar sagen. Und ich habe es ja verfolgt. Du hast es ja über viele Jahre geschrieben. Das muss man auch, ich habe das ja gesehen. Wir haben auch viel diskutiert, denn während des Schreibens dieses Buches, ich habe ja auch schon ein paar Bücher geschrieben, aber wenn ich das gesehen habe, was das alleine für eine Arbeit war und auch für eine Recherche war und dann auch eine saubere Einordnung,
auch immer in der Verantwortung vor dem Licht. Übrigens, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Und das hat mich zutiefst beeindruckt. Also dieses Buch ist aktueller als jedes andere Buch, was ich momentan kenne, welches die politische Lage beschreibt. Ja, vielleicht lese ich mal irgendwann so ein paar Passagen daraus vor. Ja. Könnte vielleicht gar keine schlechte Idee sein. Okay, Andreas, ich möchte noch am Schluss jetzt zu einem ganz wichtigen Thema kommen, was auch viele Menschen interessieren dürfte und muss, denn es gibt eine explosive Lage der Banken. Und du sagst ja seit langem, dass sich das Finanzsystem in der Kernschmelze befindet. Das ist ja ein klassischer Popsatz. Aber jetzt scheint es offenbar wirklich ernst zu werden. Und du hast gestern zum Beispiel, als wir uns darüber unterhalten haben, davon gesprochen, dass sehr viele Bankkunden aus deiner Sicht ihr Geld verlieren werden. In der letzten großen Finanzkrise 2008 und 2009 wurden die Banken, die man als systemrelevant bezeichnete, per Bailout gerettet. Jetzt haben die Gesetzgeber in Hinsicht auf die nächste Finanzkrise praktisch weltweit das sogenannte Bail-in-Gesetz erlassen. Was heißt das? Was bedeutet das für die Bankkunden? Ja, also die EZB plant offenbar Massenenteignungen über die Kunden. Das kann man also über die Bankkunden, die ihr Geld verlieren werden. Das ist eine ganz brisante Geschichte. Ich möchte sie gerne mal ein bisschen hier darstellen. Also erstmal kurz eine Unterscheidung. Was ist ein Bailout und was ist ein Bail-in? Bailout bedeutet, dass öffentliche Gelder verwendet werden. Also Steuern von den arbeitenden Bürgern, also von euch, die ihr gerade zuhört, um beispielsweise eine systemrelevante Bank zu retten. Wir kennen das von Frau Merkel, die gesagt hat, das ist alternativlos und deshalb müssen wir sie retten. So, bei einem Bail-in-Verfahren sieht es so aus, dass die Banken im Notfall direkt auf die Kundengelder zugreifen dürfen. Und dieses riskante Gesetz gibt es übrigens nicht nur weltweit, sondern auch in der Schweiz. Gucken wir einfach mal in die eidgenössische Finanzmarktaufsicht. Die schreibt klar, nochmals für die gesamte Welt gilt das. Ich habe jetzt nur mal die Schweiz als Beispiel herausgenommen, weil sie immer als der ganz sichere Hafen beschrieben wird. Da steht wörtlich: Im Rahmen eines Sanierungsverfahrens kann eine Bank mittels eines Bail-in wieder rekapitalisiert werden. Die Gläubiger der Bank sollen mit dieser Maßnahme nicht schlechter gestellt werden, als sie es bei einer sofortigen Konkurseröffnung wären. Das findet man auf der FINMA. Übrigens in Deutschland gibt es das auch. Das ist das FAG. FINMA ist das die Finanzmarktaufsicht der Schweiz. Hier muss man also schon sofort wach werden. Die Formulierung der FINMA klingt zwar recht harmlos, aber in Anbetracht der dramatischen Kapitalisierungslage, auch zum Beispiel der Schweizer Banken, denken wir an die Credit Suisse, die kann man sich ganz einfach ausmalen, wie viel man nämlich bei einer sofortigen Konkurseröffnung noch bekommen würde, nämlich gar nichts. Aber gerade die Schweiz und Liechtenstein werden doch immer als so besonders solide bezeichnet, gerade wenn man sich die Vergangenheit ansieht oder auch den starken Franken beobachtet, das klingt doch eigentlich stabil. Naja, die Vergangenheit hat gezeigt, dass dieser Standort auch stabil war, aber da sollte man die Betonung auf das Vergangene wahrlegen. Wenn man sich mit der Geschichte der Schweiz auseinandersetzt, wird das ziemlich klar, also seit 1848, als übrigens die Schweizer Verfassung offengelegt wurde. Die Schweiz, aber auch Liechtenstein wurden ein wenig als die ganz sicheren Häfen der Finanzarchitektur immer angesehen. Gern wird dann auch die Verschuldensquote der Standorte herangezogen. Man muss aber auch wissen, dass im Rahmen der laufenden Finanzerosion die Länder mit der geringsten Staatsverschuldung am meisten draufzahlen, weil da ist ja noch Masse zu holen und das verstehen leider die wenigsten. Das ist also nicht unbedingt ein Vorteil in solchen kritischen Zeiten, sondern nur dann ein Vorteil, wenn die Zeiten gesund sind. Aber zurück zur Frage, wenn das Weltfinanzsystem erodiert, dann sind alle Staaten betroffen und ab dann zählen vermutlich nur noch die makroökonomischen Daten, also die volkswirtschaftlichen Daten der Länder bei der physischen Wirtschaft. Das ist wichtig. Da wiederum sieht es gerade im Schweizer Raum zum Beispiel eher kritisch aus. Und woran machst du das fest? Ja, wenn wir alleine realisieren, dass die Schweiz, die ich übrigens persönlich sehr mag, aber die Schweiz fast 80% aller Kalorien, die die Menschen als Nahrung zu sich nehmen,
importiert werden müssen, dann sind das aus meiner Sicht erschreckende Daten, die wir aus dieser Perspektive natürlich niemals hören. Ist klar, das will man natürlich immer anders darstellen. Stattdessen werden uns dann die Finanzeckdaten um die Ohren gehauen, bei deren Nennung man dann die großen Büropaläste in Zürich, Genf und so weiter vor dem geistigen Auge hat. Das wird ja dann regelrecht auch dann forciert. Diese Riesengebäude braucht man dann aber eventuell dann gar nicht mehr, wenn das Geldsystem kollabiert und dann zentral über eine Weltnotenbank digital gesteuert werden soll. Detroit ist übrigens auch mal eine hervorragende Vorzeigelandschaft gewesen und heute eine Ruinenlandschaft mittlerweile. Und das war ehemals das sogenannte Bonanza der USA, also die große Gegend der Goldgräberstimmung. Ja, im Notfall kann man ja dann die vielen Flüchtlinge da unterbringen, kommt mir gerade in den Sinn, in die Ruinen. Ja, die sind ja, genau, das wäre noch möglich. Ja, wir werden sehen. Da gibt es ein paar ganz bequeme Sessel. Das stimmt, sehr gut, sogar mit Massagefunktion, das kennen wir aus dem RBB. Ja, also das, was du hier schilderst, das ist ja wahrscheinlich außerhalb des Vorstellungsvermögens der Menschen, obwohl wir diesen Prozess der Zerstörung spätestens seit der Ausrufung der Mikrobe 2020 deutlicher mit bloßem Auge auch erkennen können. Wie groß schätzt du denn die Wahrscheinlichkeit ein, dass die Bankenlandschaft insgesamt zerbricht und die Menschen ihr Geld verlieren? Das ist für mich einfach eine Frage des Wann und nicht des Ob. Es gibt jetzt schon diverse Berichte aus den USA, wo Kundenkonten von Banken geplündert wurden und die Kundendienste sich nicht mehr melden, wenn die Menschen nachfragen, warum keine Gelder mehr auf den Konten sind. Also man guckt auf sein Konto, stellt fest, Moment mal, da waren 5.000 Euro drauf, die sind jetzt weg, warum? Jetzt versuche ich mich zu erkundigen und das nimmt keiner mehr ab. Wo war denn das damals, 2008 oder 2009? Da hat man doch auch ein paar Länder dicht gemacht, ne, wo das Guthaben eingefroren und weggenommen wurde. Ja, Zypern zum Beispiel. Zypern ist da relativ bekannt für. Gerade Zypern ist es interessant, weil das wird auch gerne von vielen Menschen so momentan als Traumauswanderungsland gesehen. Ist es definitiv ein wunderschönes Land als Refugium, aber mit vielen Fragezeichen zu versehen. Nicht nur, dass es sich in einem Krisenkriegsgebiet befindet, wo eine Demarkationslinie zwischen Türkei und Griechenland stattfindet, die mit UN-Blauhelm im Prinzip auseinandergehalten werden müssen, sondern auch die finanzielle Struktur ist da ziemlich deutlich gewesen 2008-2009. Lass uns mal zurückkommen. Also das Finanzsystem hängt offenbar am seidenen Faden, auch wenn draußen noch alles aussieht wie normal. Aber sollte jetzt dieser seidene Faden reißen, dann könnten ja einige Szenen sehr bald weltweit an der Tagesordnung sein. Deswegen, was kann denn der Einzelne noch tun, wenn er Guthaben auf dem Konto hat? Die Leute werden wie immer ganz überrascht sein, obwohl man es jeder ja kennen kann. Das ist wie am 23. Dezember, dass alle ganz erstaunt sind, dass morgen schon wieder Weihnachten ist und das kommt dann völlig überraschend und man hat dann noch keine Geschenke. Also, aber hier ist es wirklich was sehr Ernstes. Ich habe ja in meinen verschiedenen Podcasts dazu Stellung bezogen. Also wenn ihr raufgeht auf meinen Finanzpodcast hier unter diesem Kanal, Hashtag Andreas Popp Finanzfragen was tun oder ihr geht auf die Seite evahermann.net und da findet ihr dann im Prinzip auch diesen Finanzpodcast. Ich werde aber auch über eine Stunde lang eine konkrete Präsentation zum Thema der intelligenten Vermögenssicherung vortragen und zwar auf unserem Online-Kongress. Ganz klar formuliert und ohne Zensur. Und da kann man also über ein Jahr lang dann sogar noch diesen 7-Punkte-Plan immer wieder ansehen, den ich dann vorstellen werde und dann wirklich auch sich ganz konkret vorbereiten. Also nochmal, auf dem Online-Kongress jetzt 10. bis 12. werde ich einen Vortrag darüber halten. In ganz konkreter Form. Nun ist es ja so, ich kenne ja deine ganzen Aussagen und Ausführungen relativ gut, weil es geht hier in diesem Haus nicht selten um diese Themen. Und als du mir deinen Vortrag, den du fast fertig hast für den Kongress, als du mir den vortragen wolltest, da habe ich gedacht, was, über eine Stunde? Uiuiuiui, das kenne ich doch alles. Und dann hast du mir das vorgetragen und da musste ich wirklich gestehen, es war super interessant und für mich auch packend. Und ich habe viele Fragen, die ich gar nicht bewusst hatte, habe ich beantwortet bekommen. Also es ist bestimmt ein guter Vortrag, Andreas.
I will do my very best, wie es so schön sagt. Und ich denke mal, es ist wichtig vor allem, dass er praxisnah umsetzbar ist. Wenn ihr all das hört und seht, wenn wir all das euch hier näher bringen, vortragen, besprechen, darüber nachdenken, diskutieren, dann dürfte so ganz langsam aber sicher klar sein, dass wir uns in einer Zeit befinden, in der kein Stein mehr auf dem anderen bleibt. Wenn wir zum Beispiel die Berichterstattung vom Wochenende und letzter Woche sehen, was die Gemüse- und Obstversorgung übrigens nicht nur in Großbritannien angeht, sondern noch heißt es ja, in Deutschland und dem übrigen Europa ist es nicht so schlimm, aber wir sehen, dass in Spanien und auch in Nordafrika die Ernten alle aus verschiedensten Gründen eingebrochen sind. Wir sehen, dass in vielen Ländern Amerika, aber auch in Italien oder in anderen europäischen Ländern Lebensmittelproduktionsstätten abbrennen oder Chemikalien sich freisetzen und Anbauflächen unnutzbar machen. Und so vieles mehr, dass die ganze Lebensmittel, die Ernährung der Menschen umgestellt werden soll. Weniger Fleisch, künstliches Fleisch. Da muss man sich ja langsam mal fragen, was passiert hier eigentlich? Und ganz zu schweigen von den mRNA-Spritzen. Tja, und das heißt, man kann ja mal, und ich komme immer mehr zu diesem Punkt, man kann ja mal auch, wenn man ein bisschen Zeit hat, sich die Bibel anschauen und sich mal so die Kapitel Johannes-Offenbarung vorknöpfen über ja, das jüngste Gericht. Und wenn man anfängt darüber nachzudenken, ob es die Zeit sein könnte, dann ist klar, jetzt gilt es darum, dass wir uns geistig, spirituell entwickeln. Und zwar geistesgegenwärtig auf der sachlichen und auf der spirituellen Ebene. Das ist die Zukunft und damit kommen wir durch. Wir haben heute wieder ein Abendgebet und ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Irgendwie ist es auch spannend, durch diese Zeiten gemeinsam zu gehen. Ciao, ciao.